Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen. Zu unserer gemeinsamen Arbeit an den anthroposophischen Leitsätzen, wie sie von Rudolf Steiner veröffentlicht worden sind, gegeben von Rudolf Steiner in den Jahren 1924 und 25, also bis zu seinem Lebensende. Es ist der Erkenntnisweg der Anthroposophie zusammengefasst, eben in diesen besagten Leitsätzen. Und so haben wir in den vorhergehenden Arbeiten, in den Leitsätzen 1 bis 22, zum einen ja erkannt, es gibt Menschen, die streben nach Erkenntnis des wahren Menschseins und Welterkenntnis, denen gibt die Erklärung, die die Naturwissenschaft bietet, von Menschen und der Welt nicht das, was sie als Wahrheit erkennen können, als vollständige Wahrheit. Und so haben wir das, was man eben diesen Monismus nennt, nämlich die Fähigkeit, die Welt als ein Ganzes zu sehen, ohne selbst aufgerichteten Wahrnehmungs- und Erkenntnisgrenzen und den Menschen auch ansehen zu können als ein geistiges Wesen, das entwicklungsfähig ist und aufgrund dieser Entwicklungsfähigkeit auch im Prinzip unbegrenzt erkenntnisfähig ist. Und diese Erkenntnisfähigkeit bringt uns dazu, den Menschen als leibliches, seelisches und geistiges Wesen zu erkennen. Und das Geisteswesen des Menschen, das kann dann erkennen, der Mensch ist aufgebaut aus einem physischen Leib, also aus der physischen Materie. Und diese physische Materie wird gebildet vom Bildekräfteleib, vom Ätherleib oder Frill oder Chi, wie das in verschiedensten Kulturen bezeichnet wird. Und dieser Ätherleib, den können wir uns mit höheren Wahrnehmungsorganen ansehen und wir können ihn aus der Anthroposophie in seiner Tätigkeit erkennen. Dieser Ätherleib wird angeregt in Bildern aus dem Astralleib. Der Astralleib in seiner Verbindung zur seelischen, geistigen Welt bringt die Urbilder, die bildenden Formen, die dann der Bildekräfteleib aufnehmen kann und mit dem er die Materie formt, umwandelt, transformiert und in einen physischen Menschenleib verwandeln kann. Und diese Leiberkonfiguration vom physischen Leib, Ätherleib und Astralleib, die bilden das, was wir auch nennen können, einen irdischen Tempel für den Geist. Und der Geist ist dann der Leib, in dem eine individuelle geistige Wesenheit einziehen kann, das Ich, das menschliche Ich, der Mensch als eine ewige geistige Individualität, die sich verkörpert in dem Menschenleibeswesen. Und so haben wir dann erkannt, wie dieses Ich sich in Verbindung setzen kann mit den Gesetzmäßigkeiten des physischen Leibes, das ist die sinnliche Erkenntnis, sinnlich-physische Erkenntnis, aufnehmen kann die Gesetzmäßigkeit des Ätherischen, aufnehmen kann die Gesetzmäßigkeit des Astralen und des Geistigen. Und das bringt uns zur Erkenntnis, dass der Mensch ein Wesen ist, das lebt in zwei Welten, in der sinnlich-physischen und in der geistig-seelischen Welt. Und dass wir als Mensch die Fähigkeit haben, in der physischen Inkarnation das sinnlich-physische durch unsere sinnlichen Wahrnehmungen, Wahrnehmungsorgane aufzunehmen und dass uns aber gleichzeitig durch unsere geistigen Fähigkeiten, namentlich die Intuition, das Wesenhafte, das Geistige, die Idee aus der Ideenwelt entgegenkommt von dem Objekt, das wir sinnlich-physisch ansehen. Und so kommt uns die Welt entgegen aus dem Geistigen, aus Intuition und aus dem physisch-sinnlichen durch die sinnliche Wahrnehmung. Und unser Denken ist es. Das Höchste, was sich auf Erden entwickelt hat, das menschliche Denken, hat die Fähigkeit, dieses physisch, sinnlich wahrgenommen mit dem geistigen Inhalt, der mit dem Objekte zusammenhängt, die Idee dieses Objektes zu verbinden zur eigenen Vorstellung. Anfangs sind wir durch unser Fühlen
so beeinflusst, dass wir immer eine persönliche Vorstellung von dem Ding uns erarbeiten. Aber je weiter wir kommen in dem Reinigen unseres Seelenleben und unserer geistigen Fähigkeiten zu einer Art reinen Denken kommen, umso mehr ist dann die Vorstellung, die wir in unserem Bewusstsein bilden können, durch diesen Denkvorgang, ein Abbild der Wahrheit, der Wirklichkeit. So haben wir in unserem Bewusstsein dann, im Bewusstsein Seelenzeitalter der Gegenwart, die Fähigkeit, die Wahrheit der Welt zu erkennen. Und das ist es, wo uns die Leitsätze hinführen wollen. Und so beginnen wir heute mit den Leitsätzen 23 bis 25. Der 23. Leitsatz. Der Mensch betritt, indem er durch die Todespforte geht, die geistige Welt, indem er von sich abfallen fühlt, alles, was er durch die Sinne des Leibes und durch das Gehirn während des Erdenlebens an Eindrücken und an Seeleninhalten erworben hat. Sein Bewusstsein hat dann in einem umfassenden Tableau in Bildern vor sich, was an Lebensinhalt während des Erdenwandels in Form von bildlosen Gedanken in das Gedächtnis gebracht werden konnte, oder was zwar für das Erdenbewusstsein unbemerkt geblieben ist, doch aber einen unterbewussten Eindruck auf die Seele gemacht hat. Diese Bilder verblassen nach wenigen Tagen bis zum Entschwinden. Wenn sie sich ganz verloren haben, so weiß der Mensch, dass er auch seinen Ätherleib abgelegt hat, indem er den Träger dieser Bilder erkennen kann. Wie zuvor in der Einleitung gesagt, wir erkennen uns als geistiges Wesen, als ein ich-bewusstes Wesen mit einer Seele und einem Leib. Das Geisteswesen des Menschen hat feiner aufgegliedert einen Astralleib, einen Ätherleib und einen physischen Leib. Und es müsste ja eigentlich zur heutigen Allgemeinbildung gehören. Es ist aber aufgrund der schrecklichen Ereignisse des Ersten Weltkrieges, der Zwischenkriegszeit, des Zweiten Weltkrieges und der nunmehrigen Arimanisierung der menschlichen Gesellschaft so gekommen, dass es eben leider nicht zu unserer Allgemeinbildung gehört. Es ist aber heute die Möglichkeit für jeden Menschen, sich diese Dinge anzusehen, anzuhören und für sich zu entscheiden, ob sie es für die Wirklichkeit halten. Und so möchte ich das hier noch einmal darstellen, wie wir aus der Anthroposophie, aus der Wissenschaft vom Geist, diesen Vorgang der Existenz des Menschen sehen, als eines Geisteswesens, das aus der geistigen Welt, aus der Seelenwelt langsam heruntersteigt zur Erde und auf Erden einen physischen Leib bekommt, sich inkarniert, verkörpert, sein Leben hier lebt und dann wieder im Tode zurückgeht in die geistige Welt, um in der geistigen Welt sein Leben auf Erden zwischen Leben und Tod aufzuarbeiten und daraus sein Schicksal zu bilden für seine nächste Inkarnation. Und so sehen wir uns an. Wir sind als Mensch hier auf Erden und wir haben einen physischen Leib, das kann ja jeder anerkennen. Und dieser physische Leib ist vom Ätherleib gebildet, also vom Lebensleib. Der Lebensleib ist impulsiert und gesteuert oder hineingebracht die Weisheiten durch den Astralleib. Und diese bilden gemeinsam, dieser physische Leib, Ätherleib und Astralleib, einen Art physischen Tempel für den Geist, für das Ich. Gehen wir zum Tode in der physischen Welt. Der physische Leib
beendet seine Funktion, die er hat, gegenüber seinen höheren Leibesgliedern und stirbt. Dann stirbt der Mensch im geistigen Sinne nicht. Er verlässt nur diesen physischen Leib. Es löst sich der physische Leib dann, wenn der geistige Mensch ihn verlassen hat, langsam auf. Die Materie, die aus der physischen Welt genommen wurde für diesen physischen Leib, zerfällt wieder und geht wieder ein in die physische Welt. Wir haben dann als Mensch ein Leben nach dem Tode. Wir leben als Ich, Astralleib und Ätherleib weiter in der seelisch-geistigen Welt. Und in dieser seelisch-geistigen Welt beginnt dann das Auflösen des Ätherleibes. Also es ist auch ein Sterben des Lebensleibes. Auch der Lebensleib innerhalb von wenigen Tagen löst sich auf und der Mensch geht weiter in die geistige Welt hinein mit Astralleib und Ich. Es bleibt zurück ein Extrakt vom physischen Leib und ein Extrakt von Ätherleib. Das ist etwas, was der Mensch als geistiges Wesen schon umgebildet hat zu seiner Individualität hinzu. Und dann löst sich auf in der Kamaloka-Zeit, also des Rückerlebens unserer Taten auf Erden, der Astralleib. Das dauert ein Drittel der Lebenszeit, die wir hatten auf Erden. Und der Astralleib verschwindet auch, der löst sich auch in dieser Zeit langsam auf. Es ist also ein dritter Tod. Es verschwindet unser Empfindungsleib und es bleibt zurück ein Extrakt von diesem Astralleib. Und dann gehen wir als Ich, als Geisteswesen ein in die höheren Sphären, in die Geisteswelt. Dort wird in der Weltenmitternacht von höchsten Geisteswesen der ersten Engelhierarchie, der Seraphim, Cherubin und Throne, unser Schicksal angesehen und ein neues Schicksal gebildet. Wir gehen dann wieder in die nächste Erdenverkörperung. Es wird wieder angegliedert, ein neuer, reiner Astralleib. Um den Astralleib wird dann angegliedert ein Ätherleib, also ein Lebensleib. Und dann suchen wir uns die Kultur, die Sprache, die Menschengruppenzusammengehörigkeit, das Elternpaar aus, in dem wir uns verkörpern wollen als unser vorgezeichneter Schicksalsweg. Und dann wird der physische Leib angegliedert mit der Empfängnis und mit der Geburt. Das ist also die Anschauung und wir haben in diesem 23. Leitsatz eben, dass wir nach dem physischen Tode haben, dass ich den Astralleib und den Ätherleib. Und dieser Ätherleib, der löst sich nun von dem Zusammenhang mit dem Astralleib und ich. Und die Kräfte des Astralleibes, die hineingewirkt haben bis in den physischen Leib, die ermöglichen es uns jetzt, ein Bewusstsein zu haben von dem Ätherleib. Und der Ätherleib, er ist die Erinnerung. Wir haben unsere Erinnerungskräfte im Ätherleib. Und so löst sich dieser Ätherleib vom Menschen. Und wir sehen ihn zeitlich ausgebreitet wie ein Bild, ganz in der Nähe der Teil des Ätherleibs der letzten Zeit unserer Inkarnation bis hin in die zeitliche Ferne, bis zu unserer Geburt. Und wir sehen in Bildern diesen Ätherleib, der zeigt uns die Bilder unseres Lebens. Und das dauert ungefähr 3 Tage, je nach geistiger Entwicklung der Individualität. Und es bleibt uns zurück ein Extrakt dieses Ätherleibs. Also das Tableau vom Lebensinhalt des Erdenwandels tritt in diesem Auflösungsvorgang des Ätherleibs uns entgegen. Der Bildekräfteleib oder Ätherleib ist der Träger unserer Erinnerung und des Gedächtnisses während des Lebens. Im Tode ist er nun vom Körper getrennt. Er entfernt sich vom physischen Leib, der eben tot ist, und er entfernt sich vom Astralleib. Er zeigt nun die Erinnerung an das vorangegangene Leben. Es wird sichtbar wie ein riesiges Erinnerungsbild. Wir kennen das auch von Nahe-Tod-Erlebnissen von Menschen, wie sie berichten, dass ihr Leben wie ein
großes Bild vor ihnen steht. Weil durch den Schock eines Unfalles passieren kann, dass der Ätherleib herausgezogen wird aus dem physischen astralen Zusammenhang. Und auf dem wird in räumlicher Form der Zeitenlauf des Menschenlebens gezeigt. In der Nähe eben der Augenblick des Todes und in weiter Ferne der Zeitpunkt der Geburt. Der Bildekräfteleib geht aber innerhalb weniger Tage auf in die Äthersubstanz der Welt. Also er löst sich in die Ätherwelt hinein auf, wie sich der physische Leib in die physische Welt hinein auflöst. Der sich lösende Ätherleib als Erinnerungsbild. Der Ätherleib ist im Besitz der Erinnerungen des Erdenlebens. Diese lässt der Ätherleib nun als ein umfassendes, lebensvolles Gemälde vor dem Astralleib erscheinen. Dies ist das erste Erlebnis für den Menschen nach dem Tode. Also es endet unsere Existenz nicht mit dem physischen Tod, weil wir eben ein Geisteswesen sind, eine ewige Individualität. Er nimmt das Leben zwischen Geburt und Tod als eine Reihe von Bildern wahr. Der Mensch, der in diesem Vorgange des Hineingehens in das Leben nach dem Tode ist. Auch im Leben zwischen Geburt und Tod ist diese Erinnerung im Wachzustand vorhanden. Also wir haben ja ständig den Ätherleib mit seinem ganzen Erinnerungsbild an uns. Aber nur in dem Umfange, wie es der physische Leib zulässt. Also der physische Leib verdeckt uns den Blick auf diesen Ätherleib und den Erinnerungsbild. Wäre dieser ein vollkommenes Werkzeug, dieser physische Leib, oder eben nicht vorhanden, so würde der Mensch die vollständige Erinnerung an sein zurückliegendes Leben erscheinen. Das heißt, viele Menschen haben ein gutes und viele ein schlechtes Gedächtnis. Je besser das Gedächtnis, desto besser ist die Fähigkeit, die Einflüsse des physischen Leibes zurückzuweisen und diesen Ätherleib zu betrachten, also in die Erinnerung hineinzusehen. Diese Vollkommenheit der Erinnerung verschwindet aber mit dem Maße, wie der Ätherleib seine Form verliert. Also in diesem Sterbeauflösungsprozess des Ätherleibes verschwindet dieser nach und nach und die Erinnerungen verschwinden an unser, diese bildhaften Erinnerungen an unser physisches Leben verschwinden. Diese Erinnerungsbilder treten dann ein, wenn der Ätherleib sich vom physischen Leib loslöst. Dies kann eben auch in Ausnahmezuständen wie Nahtoderlebnissen eintreten. Vielen herzlichen Dank.